So. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Trading Card Game. Ja, letztes Mal wollten wir Karten sammeln, haben dabei wieder den Immakuni besiegt und wir sind eben noch dabei, Kampfenergien zu sammeln. Und da müssen wir erst noch ein Duell machen, bevor wir das machen können. So, wir haben ein Raupi, das ich gleich mal einsetzen werde, weil wir sonst nichts anderes haben. So, und wir haben aber einen Pokémon-Händler, das heißt, wir können uns gleich einen Safcon holen, das ist sehr toll. Und Raupi kann paralysieren übrigens. So, wunderbar. Nidorano, Nidorino. Das ist natürlich auch toll, ne? Das ist natürlich auch toll. Das sind schon wieder die. Nee. Ich hol mir erstmal einen Safcon, das ist wichtiger. Pokémon-Händler, Nidorino und dann Safcon. Wo ist Safcon? Safcon, Safcon, da ist Safcon. Ein Safcon kann nämlich auch paralysieren, macht aber 20 Schaden statt 10. Ja, was durchaus hilfreich ist. Und vor allem, ich habe Angst vor diesem Nocturne, wenn ich ehrlich bin. Weil das Vieh ist böse. Das Vieh ist böse. Pokémon-Züchter, natürlich kommt jetzt ein Pokémon-Züchter. Dumm. So paralysiert. Oh, schön paralysiert. Geil. Geil. Da kann es nämlich nicht seinen Spezialschlag machen, wo er einfach mal 40 Schaden reinknüppelt. So. Wunderbar. Wir halten noch einen Safcon. Ja, warum nicht? Kann man ruhig machen. So. Stachelspore. Warum auch immer Stachelspore Schaden macht. Das gibt keinen Sinn. Aber egal. Oh Gott, noch ein Nocturne. Langsam bräuchte ich das Smetbo. Ja, wie viel Bogen willst du denn noch einsetzen? Ist schon gut. So, Stachelspore. Ach komm. Also wenn jetzt im nächsten Zug nicht das Smetbo kommt oder der Gegner paralysiert wird, ist das Safcon tot. Das ist nicht so toll. So, Stachelspore, yay! Ah, paralysiert, supi! Haben wir noch eine Runde mehr, wo wir uns eventuell auf ein Smetbo retten können. Oder ich mach's anders. Wir brauchen das zum Rückzug. Zwei! Boah, zwei Energien zum Rückzug! Egal, ich mag's. Ich mag's. Ich will mein Pokémon retten. Und es hat geklappt. Schön. Da macht es nämlich 30 Schaden und es ist tot. Yes. Oh, das war geil. Das war geil. Was macht... Was? Achso, das kann paralysieren. Ich verstehe. Ja, warum nicht? Einfach mal ein Knogger kann paralysieren. Mhm. So. Ah, wir haben einen... Nidorino erhalten. Jo, das ist natürlich super, weil das Vieh wird jetzt alles wegrotzen. Ne? Kennt man ja. Also wir haben schon den letzten Preis. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, und da unten war natürlich das Smetbo. Schön. Eine Evolutionspackung. Ohne einen Pokémon-Händler. Oh, die kann man immer gebrauchen. Die sind super. Und noch ein Machomai. Ja, warum nicht? So, und jetzt würde ich sagen, jetzt heißt es wieder ein Deck zusammenstellen. Diesmal ein Kampfdeck. Ja. Und da fangen wir doch erstmal an. So, erstmal die Energie natürlich wieder rein. So, und was haben wir denn Schönes an Kampf-Pokémon? Ja, wir wollen als nächstes die Elektro-Arena machen. Und da könnte ich jetzt Pokémon rein tun, wie dieses hier. Weil das hatte ich einfach mal Resistenz gegen Elektro. Warum nicht, ne? So, zum Beispiel Sandana das auch. Oder wer hat's denn noch? Dragosso hat's übrigens auch. Oder ich könnte auch so Steine reintun, die haben keine Resistenz gegen Elektro. Hm. Oh, das Vieh braucht 4 Rückzugskosten. Ach du Heilige. Was tue ich denn rein? Das ist jetzt eine gute Frage. Kabuto, Kabutops. Das wäre natürlich toll, aber es braucht viel zu viel Energie. Rihorn wäre eigentlich nicht schlecht. Kikli und Nocturne auf jeden Fall. Machomai möchte ich auch reintun eigentlich, ne? Also auf jeden Fall Machomai. Unbedingt. Weil Machomai ist eins der geilsten Pokémon, die es hier gibt.
pick das auf jeden Fall, weil die Viecher sind einfach zu krass. Sandan. Nicht so der Freund von, ne? Sandan. Knogger. Da haben wir nur dieses dumme Knogger. Das andere Knogger ist viel cooler. Es gibt den noch ein zweites. So, Kikli tue ich auf jeden Fall rein. Eins auf jeden Fall. Dann wahrscheinlich noch Rions, oder? Da habe ich jetzt nur Resistenzen-Pokémon fast drin, ne? Muss ich, da spiele ich ja Lame. Egal. So. Dann halt Rihon, Rizeros. Und. Ach komm, wisst ihr was, Sandans. So. Ja, aber die haben auch Resistenz, ne? Das ist schon wieder Lame. Ah. Oder machen wir es so? Machen wir es so. So, dann brauche ich aber. Nee, ich brauche wahrscheinlich meistens nur Kampfenergien, ja. Das braucht 4 Kampfenergien. Das braucht fast 4. Das braucht 3, das braucht 3. Ja, da lohnt sich nicht wirklich doppelte farblose Energien. Gut, dann muss ich irgendwie mit Tränen auf die restlichen Pokémon kommen. So, Pokémon-Händler, Pokémon-Züchter. Ah, das lohnt sich nicht wirklich. Tausch tun wir auf jeden Fall rein. Oder haben wir nicht eine Computersuche bekommen? Ach, die habe ich schon, ja, ins andere Deck, ne? Defender können wir reinhauen, Windhauch können wir reinhauen. Den Drang haben wir nicht. Ein Hyperheiler, tue ich mal 2 rein, weil Elektro-Pokémon, ne? Wisst ihr ja, können paralysieren. So, und was tue ich noch rein? Einen Superdrang tue ich mal rein, glaube ich, jo. Noch einen zweiten Windhauch. So, und es reicht. Was hau ich dann noch rein? Gute Frage, ich brauche irgendwas noch. Onix. Onix wäre eigentlich ein schönes Tank-Pokémon, ne? Und ich hätte eigentlich auch Abudops eigentlich rein tun können, ey. Jetzt mal ehrlich. Ich hätte eigentlich auch Kabudops rein tun können. Warum nicht? Wie viel Geheimnisfossile haben wir da? Dann brauchen wir ein Geheimnisfossile, haben wir 2 Stück. Komm, hauen wir Kabudops rein. Scheiß doch der Hund drauf. Ich mag Kabudops. Kabudops ist toll. Haben wir aber nur 1. Egal. Egal, egal, egal. So, dann hauen wir nämlich noch die Macholos wieder raus. So viel brauchen wir nicht. So, passt. Und das nennen wir einfach mal, weil ich einfallslos bin, Kampf. Deck. Hey. So, das wählen wir gleich mal aus. Wir gehen gleich in den Elektroladen. Elektroladen? In den Mediamarkt gehen wir. Nein, Quatsch. Da muss ich jetzt der Reihe nach die ganzen Typis hier besiegen. Und ich würde sagen, wir fangen mal rechts an. Weil ich gerade Lust drauf habe. Ich frage mich, was Achse macht. Was? Wo muss aber gerade ein Duell? Ich freue mich immer über ein Duell. Möchtest du gegen Folge antreten? Natürlich. Okay, viel Preise. Fertig. Los geht's. Elektro-Club-Mitglied Volkerm. Kampfgenerator-Deck. Das hört sich schon mal interessant an. So, wir haben einen Dickter und Dicktri. Ja, das Duell ist schon wieder vorbei. Weil Dickter hat Resistenz gegenüber Elektro und ja. Oh, cool. Ein anderes Elektrex. Das kriegen können wir übrigens auch getauscht bekommen. Das Teil. Aber wir haben schon so gut wie gewonnen, Leute. Weil das ist ja. Ihr werdet es dann gleich sehen. Lichtschild, was macht das? Keine Ahnung. Egal. Werde ich schon gleich sehen. So, Dickter kann nämlich den Schaufler mit 10 Angriff und eine Energie und das Schlammbad macht 30 Schaden. Da ist das Vieh jetzt, glaube ich, schon weg. Ach so. Okay, Lichtschild ist krass. Sehe ich gerade mal so. Und er hat gerade Zapdos gehabt. Zapdos ist natürlich nicht toll. Weil Zapdos hat Resistenz gegenüber Dingensens. Wie heißt's? Gegenüber Kampf. Was natürlich gegen das Deck böse ist. Aber da haben wir auch was, weil Resistenz macht ja nur 30 weg. Aber unser Dickdri kann erstens mit 40 angreifen. Und dann kann es doch das Erdbeben, was 70 fucking Damage macht. Das einzige Problem daran ist, ich würde meine eigene Bank damit töten. Aber da ich keine Bank besitze, ist das egal. Tralala. Gut, dass wir gleich einen Dickdri haben, sonst hätten wir echt ein Problem gehabt, ne? So, ich kann eigentlich mal den Windhauch machen. Kann sein ekelhaftes Blitzer da besiegen. Weil das powert da gerade so schön auf. Und tschüss.
Ich bin so diabolisch. So, wir haben ein geheimes Fossil und schlitzen wir einfach mal das Zapdos weg. Da, 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 da. Schwanzschlag. Ja, warum nicht? So, gut. Hat funktioniert. So, haben wir einen Pokémon auf der Hand. Ja, da kann ich nämlich gleich mal zeigen, wie das mit dem Dings funktioniert, mit dem geheimes Fossil, denn das können wir wie ein normales Pokémon einfach entwickeln. Da ist nämlich jetzt ein Kabuto ein erstes Entwicklungs-Pokémon und jetzt wird einfach mal die Trainerkarte zu einem normalen Pokémon. Warum nicht, ne? Das ist toll. Und wir schlitzen das Evoli weg und das wird natürlich auch Schwächekampf und deswegen ist es tot. Ja, das ging zu leicht. Das ging viel zu leicht. Volltreffer, ich habe verloren. Es hat keinen Sinn, immer verschüttet Milch zu jammern. Kolosseum. Magneton, oh cool. Und ein Detektor. Ja, da kostet der Krampf, den es gibt. So, wir kämpfen gleich gegen den nächsten. Elektrobomben können auch den gegnerischen Bank angreifen. Elektrobomben sind die stärksten Bomben. Wie sieht's aus? Willst du mich gerade treten? Okay, auf geht's. Ein Mensch mit vier Preisen. Peng, Bumm, Tag. Ich sehe da schon ein Finale auf mich zukommen. Wir haben ein Macholo. Das ist toll. Dip, 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 dip. So, Macholo kriegt gleich eine Energie und greift gleich mit dem Kick an. Aber kennen wir aus den Anfangsduellen, ne? Macholo. Oh, und das Vieh kann jetzt angreifen. Oh. Das macht jetzt so lange Schaden, bis irgendwann mal Zahl kommt. Hallo, Zahl? Hallo, Zahl? Ähm. 40 Schaden? Really? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich setze mal den Defender auf das Vieh ein. Gott. Kleinstein, du bist böse. Du bist sehr böse. Da. Das darf, Vieh darf jetzt keinen 30 Schaden machen, sonst bin ich tot. Alter. Wow. Okay, ich glaube, ich bin tot, oder? Weil jetzt setzt er sein Magnetilo ein und dann bin ich tot, nicht wahr? Ich bin tot. Ich bin so tot. Scheiße. Das fand ich gut. Ja. Haben wir eiskalt verloren. Und ich jetzt sagen, gleich nochmal. Ja, es lief ja nicht so toll, ne? Macholo, du hast mich enttäuscht. So, und wir kriegen gleich noch ein Macholo. Mal sehen, ob du diesmal was ausrichten kannst. Smogon! Smogon, okay. Haben wir übrigens einen super Trank. Ist das gleiche wie ein normaler Trank, nur macht es statt 20, 40 Schaden. Heilen und es braucht der Energie, um eingesetzt zu werden. Ja. So, wir setzen jetzt noch eine Kampfenergie ein und setzen den Kick ein. Wenn er jetzt im nächsten Kampf kein Pokémon hat, dann ist er tot. Ja, dafür war das Duell der größte Blödsinn, den es gibt. So, wir halten wieder ein... Oh, wir haben Elektek! Wir haben ein Elektek! Wir haben Elektek! Wir haben ein Elektek! Ja, wir haben ein Elektek! Elektek, 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 hi! Ja, ich will mein Elektek haben! Dankeschön! Da-da-da, Dankeschön! So! Wow, danke! Bist du echt cool, Kleiner? Kleiner? Ich bin größer als du. Naja, fast. So, haben wir also ein Elektek gehalten? Das ist ja wunderprächtig. Kann eigentlich, tauscht eigentlich der Tobi da noch? Ich habe nämlich noch ein bisschen Zeit auf meiner Uhr. Tauschst du wieder? Nee, du tauschst nicht wieder. Gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part kämpfen wir dann gegen die junge Dame hier. Und dann können wir uns auch schon fast an die Elektro-Leiter-Medaille machen. Und dann würde ich sagen, man sieht sie dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.